Radio Antenne Bürgermeisterschaft. Thomas, baut mit den Bürgern Laatzens das größte Lebkuchenhaus Niedersachsens, in das mindestens 50 als Weihnachtsengel verkleidete Bürger reinpassen. Beklebt euer Kunstwerk lecker und feiert morgen ab 12 eine riesige Lebkuchenparty, bei der du, Thomas, dann als Weihnachtsmann verkleidet den Laatzener Kindern die Weihnachtsgeschichte vorliest, umrahmt von mindestens 100 Laatzenerinnen als Weihnachtsengel. Eine wunderschöne Aufgabe, die auch zu der Jahreszeit packt. Wir nehmen hier raus von Werner an und werden sich auch gut meistern. Sonst machen wir diese Stelle anders. Irgendjemand wird ein bisschen Kuvertüre zu Hause haben, dann machen wir da eine kurze Probe. Das könnte heute Morgen einer machen, das müsste dann probiert werden, da fährt irgendeiner nach Hause. Hat die schon mal einer mit dem Bäckern verbindet? Das macht der Fischbach. Wir verteilen im Moment. Einen wunderschönen super Samstag hier bei Hit Radio Antenne. Alle Augen und vor allen Dingen Nasen richten sich jetzt nach Laatzen, denn dort riecht's heute besonders lecker. Es geht um die Bürgermeisterschaft und Bürgermeisterschaft, das heißt, ein Bürgermeister irgendwo in Niedersachsen bekommt freitags eine Aufgabe, die er innerhalb von 24 Stunden lösen muss. Und diese 24 Stunden, die neigen sich ganz langsam dem Ende zu. Ja, wie Sie sehen, sind wir mit unserem Lebkuchenhaus so gut wie fertig. Wir haben viele Kinder engagiert. Da wissen wir natürlich noch nicht, ob die alle kommen, aber ich bin voller Zuversicht, dass das gut gehen wird. Sabrina höchstpersönlich aus der neuen Morgenshow Lennart und Co. ist live vor Ort in Laatzen, wo der Bürgermeister das größte Lebkuchenhaus Niedersachsens bauen muss, in das auch noch 50 Laatzener Weihnachtsengelchen reinpassen müssen. Sabrina, wie sieht's denn jetzt, also knapp eine Stunde vor Ablauf der Frist, aus? Guten Morgen, Verena, und liebe Grüße aus meiner Heimatstadt, aus dem wunderschönen Laatzen. Hier laufen schon wahnsinnig viele Weihnachtsengel an mir vorbei. Die Aufgabe für den Bürgermeister Thomas Prinz lautet ja, das größte Lebkuchenhaus Niedersachsens zu bauen. Da müssen mindestens 50 Weihnachtsengel rein. Passen. Und er muss dann nachher als Weihnachtsmann verkleidet die Weihnachtsgeschichte vorlesen. Ich bin ja mal gespannt. Es gibt ja die ersten Zweifler bei uns im Sender. Aber ich glaube natürlich an meine Heimatstadt und glaube, dass Laatzen das packt. Ja, wir sind heute hier, weil Laatzen ein großes Fest hat. Hier Radio Antenne hören wir sowieso immer gern. Und meine Kinder haben sich gern verkleidet hier als Engel. Macht Spaß, das große Haus mitzubauen. Ja, wir sind heute hier, weil unsere Kinder Engel sind. Sie werden in Laatzen benötigt, damit unser Bürgermeister gewinnt bei diesem Wettbewerb. Mein Name ist Matthias Miersch. Ich bin heute hier, weil ich natürlich unseren Bürgermeister unterstützen will. Ja, wir sind das Line Center Laatzen und wir sind natürlich heute auch mit dabei und freuen uns, dass wir die Aktion ein wenig unterstützen können. Von uns kommt unter anderem das Weihnachtsmannkostüm und auch der Weihnachtsmannsessel und wir sind ganz gespannt, wie der Herr Prinz sich nachher da präsentieren wird. Ich habe auch nicht immer das gekriegt, was ich haben wollte. Ob diese Temperaturen nach der Arbeitsstättenverordnung zulässig sind hier drin, das möchte ich auch mal wissen. Ja, mir klappt das nicht so ganz. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. So, Herr Bredel, jetzt aber mal schweres Kopfrechnen für Sie. 90 plus 75, wie viele Engel hat Laatzen heute gehabt? 90 plus 75, 165. Ja gut, dann komme ich nun zur Urteilsverkündung. Es gab hier ein 1A riesengroßes Lebkuchenhaus, in das sogar mehr als 50 kleine Engelchen gepasst haben. Insgesamt hatten wir 165 Engel, hat also massig gereicht. Und der Bürgermeister hat eben gerade eine ganz, ganz tolle Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Laatzen hat die Aufgabe der Bürgermeisterschaft. Ja. Mit Bravour gemeistert! Schönen Dank an alle Laatznerinnen und Laatzner, die jetzt mitgewirkt haben. Wir haben wirklich eine tolle Weihnachtsfete gehabt, eine tolle Feier zum immer noch Beginn der Weihnachtszeit. Wir haben es geschafft, die Aufgaben zu lösen. Vielen Dank an Laatzentown TV, die das alles für Sie dokumentieren, damit Sie aktuell die besten bewegten Bilder aus Laatzen haben. Laatzentown TV, Ihr Laatzener Bürgerfernsehen im Internet. Sie finden diese und weitere Sendungen zum Download unter www.laatzentown-tv.de.
Eine Initiative für Latzen von latzentown.de. Ihre Latzener Community im Internet.